der stärker ist. Okay, die ist durch Magie verschlossen, was aber kein Problem ist. Bei Gegnern, wo er Schaden macht, ist es von Vorteil. Aber wenn er... Oh, ein Frostspeer. Wenn er eben keinen Schaden macht, haben wir ein Problem. Okay, Frostspeer kann ich noch nicht benutzen. Das lässt mich ja fast vermuten, dass ich bald nochmal einen Mitstreiter kriege, neuen. Der denn den Frostspeer benutzen kann. Schick. So, habe ich was übersehen? Nein? Irgendwas ist hier doch. Hier ist nichts versteckt. Ist das ein Teleporter? Ui, was ist das? Schick, das ist ein Vertrauten-Ei. Ich hab's gewusst, mir fast gedacht. Ein Vertrauten-Ei? Aber hast du nicht gesagt, Vertraute kommen aus dem Herzen einer Person? Das tun sie auch, aber nicht nur. Vertraute können überall dort entstehen, wo es eine Fülle von dem Zeug gibt, was sich Lebenskraft schimpft, verstehst du? Himmel, Meer, Wald, Wiese, der Ort ist völlig egal. Olli, wenn sich genug Lebenskraft ansammelt, tauchen sie ganz von selbst auf. Sie können sogar aus Alltagsgegenständen entstehen, wenn man die lange benutzt und richtig lieb hat. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Wow, Lebenskraft klingt echt stark. Dieses Ei besteht also aus Lebenskraft, die sich hier im Wald gesammelt hat, richtig? Hast es kapiert? Lebenskraft ist eine rätselhafte und mächtige Energie, die voller Wunder steckt. Aber das Ergebnis ist nicht immer so zauberhaft. Manchmal entstehen auch wilde und brutale Bestien anstelle von freundlichen Vertrauten. Du meinst die Kreaturen, die uns immer angreifen? Genau die, und man kann ihnen nur beibringen, dass sie keine Leute angreifen sollen, indem man sich wehrt, nicht wahr? Guck nicht so besorgt. Wir bringen die armen Viecher nicht um. Wir schicken sie nur dorthin, wo sie uns eine Weile nicht mehr nerven können. Okay. Ich frage mich, was für eine Kreatur wohl aus diesem Ei kommen wird. Ich kann es kaum erwarten, bis sie schlüpft. Na, da kannst du lang warten, Olli. Sieh dir das Holz um das Ei herum an. Ganz verdorrt. Die Lebenskraft in diesem Wald ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Deshalb haben sie wohl auch die Feen verdünnisiert, was? Tut mir leid, aber wenn sich da nichts ändert, kommt aus dem Ei so schnell nichts geschlüpft. Och, das ist ja traurig. Aber irgendwas müssen wir doch dagegen tun können, Tröpfchen. Und ob, Olli, es liegt in deiner Hand. Muss ich noch deutlicher werden? Du musst nur einen Zauber wirken, der den verdorrten Baum heilt, ihn wieder in seinen früheren Glanz erstrahlen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Klar, Tröpfchen. Also, ein Zauber, der die verdorrten Äste wieder so hinkriegt, wie sie früher waren. Gut, dass wir da einen alte Prachtzauber haben, wie nichts passiert. Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade sagen. Als ob ich es nicht gewusst hätte, dass ich einen neuen Vertrauten kriege. Außer es kommt jetzt ein Bossmonster raus, das ich bekämpfen kann. Schick! Schau nur, Olli, es schlüpft! Das ist das Wunder des neuen Lebens. Oh, wow! So, sollen wir irgendwie helfen? Prima, es ist geschlüpft. Wir haben es geschafft, Tröpfchen. Ah, das ist schön. Geht doch nichts über ein frisch geschlüpftes Ei. Wie rührend. Hör auf, das kitzelt. Ich glaube, er mag dich. Ist der niedlich. Okay, Kleiner, wir müssen los. Und noch alles Gute hier im Wald, okay? Wie, nimmst du ihn nicht mit, Olli? Er ist doch gerade das Geschlüpftröpfchen. Was könnte ich ihn... Wir können ihn nicht mitnehmen. Das wäre zu gefährlich. Ja, hast du recht. Na gut, alles klar, Kleiner. Pass auf dich auf, okay? Tschö. Wiedersehen und mach's gut. Wie? Den kann ich nicht mitnehmen. Kuh? Märchenspross. Und wo gehe ich jetzt lang? Ah, da lang muss ich. Okay. Warum auch immer. Nee, der kommt bestimmt mit. Wäre ja blödsinnig, wenn ich... Aber ich muss da später nochmal hin und den holen. Ich glaube, der kommt so auf halber Strecke, kommt er mir nachgelaufen. Hey, du! Angriff von hinten, buh! Fratzi! Ich
habe die Oberhand. Natürlich habe ich die Oberhand. Sehr schön. Oh, Stufe 11. Auch sehr schön. Hab ich doch alles schon auf Stufe 11. Das ist sehr, sehr schick. Da müssen wir lang. Genau. Dann... Aber ich würde es auch nicht langweilig, ne? Ich glaube, lasst mich nur in Ruhe, wenn ich euch mit einem Schlag kaputt kriege irgendwann, ne? Ach, komm. Danke. Ha, daneben. Ja, das ist lustig. Gegner austricksen, draufhauen, austricksen, draufhauen. Sehr schön. So, jetzt sind wir aber schon fast wieder Level 12. Ja, was heißt fast? Ein bisschen fehlt noch. Oh, oh. Ah, ich hab's gewusst. Oh, sieh mal an, der Kleine von vorhin. Wie geht's, Junge? Ist er uns gefolgt? Sieht aus, als wollte er, dass wir ihm jetzt folgen. Ob er uns vielleicht was zeigen will? Kann sein, vielleicht hat er ein paar meiner Feenkumpel gefunden, was? Apropos Feen, es sieht eher so aus, wie ich mir... Er sieht eher so aus, wie ich mir Feen vorgestellt habe. Nicht so wie du, Tröpfchen. Ach ja, tut er das? Da kannst du mal wieder sehen, wie viel Ahnung du hast, wa? Ha, Frechheit! Okay, jetzt muss ich ihm lang. Ihm nach. Ich wette mit euch, der... Ach Gott, nee, der würde jetzt nicht komplett zurücklaufen. Gut, das Viech haut schon mal ab vor uns. Das ist sehr schön. Pilz hat Angst. Jetzt kann er natürlich kommen jetzt beide. Ja, es war so klar. So. Döskappe. Zack. Er hat natürlich trotzdem getroffen. Na, komm. Also wenn es ganz blöd läuft, läuft jetzt einmal komplett zurück. Und macht mir die Pilze wieder ganz. Was nervig wäre... Ah, nee, deswegen muss ich da hoch. Ich wollte gerade sagen, das wäre echt nervig, weil da war ich ja vorhin schon. Oh, ah. Kuh. Hey, das kenne ich doch. Na klar, du Dussel. Das ist eine Seite aus dem magischen Begleiter. Hier gilt, wer es findet, darf es behalten. Das ist das Gesetz des... Waldes. Du weißt schon, was ich meine. Schnapp sie dir einfach. Super. Ah, Wachstumsschub. Das ist schick. Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast. Wie bitte? Er meint, er könnte dir helfen, Olli. Will mit uns auf die Reise gehen, der Kleine. Aber er ist doch noch ein Kind. Das ist zu gefährlich. Ha, so ein frecher Racker. Der sagt, da sagt der Richtige, meint er. Sag, du bist ja selber noch ein Kind. Und wo er recht hat, hat er recht. Das hat er echt gesagt. Aber keine Panik, Olli. Kreaturen wie er sind die geborenen Vertrauten und Vertraute reisen nun mal mit Zauberern wie dir durch die Gegend, nicht wahr? Ja, stimmt schon. Okay, du kannst mit uns kommen. Dann solltest du dem Kleinen am besten einen Namen geben, damit die Sache besiegelt und du bist offiziell sein Herr und Meister. Sprossi nennen wir einfach mal Yogi. Yogi? Ja. Wie Spino fragt, bist du dir sicher, dass du den Yogi nennen willst? Ja, ja, klar. Klar, danke. Jetzt hast du schon drei ganze Vertraute. Oder, Olli? Und sieh dir den an. Der kann angreifen und so ausweichen. Ausweichen? Ist das so ein Trick? Ja, schätze, man könnte so nennen. Es ist wie verteidigen. Nur, dass du nicht getroffen wirst. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass
es ziemlich fix ist. Deshalb brauchst du gutes Timing. Aber du bist ja mittlerweile richtig im Kampf, Herr Bob. Was, eigentlich könnte ich dir ja gleich ein anderes Kunststückchen beibringen, wo wir schon dabei sind. Dufte, was denn? Also, es ist so. Wenn du genau in dem Moment angreifst, wo dich ein Gegner angreift, dann verführst du den sogenannten Gegenangriff. Und wenn das klappt, dann ist dein Gegner so verdutzt, dass er einfach reglos dasteht und du so richtig loslegen kannst. Schick, was? Die kleine Angriffblase unten in der Ecke leuchtet blau auf, wenn der perfekte Zeitpunkt für einen Gegenangriff gekommen ist. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber ich tue mein Bestes, Tröpfchen. Ja, da muss ich mal drauf achten. Jetzt will ich natürlich auch mal gucken. Du bist wieder Stufe 1. Du kriegst, ich hab's gewusst. Er kriegt nämlich den Eisspeer. Jetzt will ich mal gucken. Kann ich dir das geben? Nein? Gut, dann behalte doch ich. So, jetzt haben wir Wachstumsschub gelernt. Jetzt kann ich bestimmt die Pilze wachsen lassen. Jetzt muss ich nur gucken. Das war hier unten und da unten. Da müssen wir jetzt sowieso nochmal hin. Also von oben brauche ich gar nicht kommen, weil... Oh, bin ich jetzt richtig? Ja, weil... Ich mag es, wenn Gegner fliehen vor mir. Von oben brauche ich gar nicht kommen, weil da funktioniert das sowieso nicht. Na, du willst noch auf die Fresse, ich sehe schon. Come on! Du bist alleine, Junge. Jawohl. Ah. Fast 2 Stufen. Ich glaube, dich werde ich schnell hochleveln können. Muss ich gucken. Ich muss quasi hier lang. Und dann links und rechts. Dann mal gucken, ob wir mit Wachstumsschub die Pilze zum Wachsen bringen können. Wenn nicht, bin ich stinkig. Welche Blase? Ach so, muss ich... Okay. Ich weiß, welche Blase sie meinen, aber das ist echt schwierig, da den richtigen Zeitpunkt zu finden. Aber kriegen wir irgendwann auch hin. So, Stufe 3, fast Stufe 4, das ist sehr schön. Yogi erlernt den Trick Wasser, verdammt. Nickerchen, ah, einzeln gegen das Reich der Träume, das ist so mal sehr schön. Eine blubbernde Wasserblase wird auf einen Gegner geschleudert und verursacht Wasserschaden. Auch nicht schlecht. Jetzt will ich mal gucken. Hier oben müsste das sein, wo wir von oben runter gucken können. Also die grüne Kiste quasi. Die geht wahrscheinlich dann auch nicht auf die Kiste. Und so wie ich das einschätze. Na komm. Zack. Ah. Funktioniert ja gar nicht. Der hüpft ja erstmal zurück, bevor er angreift. Ah, krieg ich irgendwann raus. Mit dem Gegenangriff. Stufe 4, der gute Yogi. Yogi kriegt Stärke nur immer 1 dazu. Das heißt, Yogi wird nicht wirklich für den Angriff gedacht sein. Wachstumsschub. Ah, ich hab's gewusst. Sehr schön. Dun 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 dun. Okay, das heißt, rein theoretisch könnte ich da jetzt wieder hoch. Aber die Kiste komme ich trotzdem nicht ran. Gut, was ich jetzt noch probieren will, auf der anderen Seite... Gab es ja auch noch welche. Das ist schon wieder so ein Blubberblasenviech. Dreh um, komm. Ah, ich hab's gewusst.
dass die immer schneller sind wie ich. Bommler A und Bommler B. Nee. Ich werde dich mal reinschicken. So. Ach, jetzt bist du natürlich vergiftet. Komm schon. Weiter. Ah, jawohl. Sehr schön. Gott, heilt sich die Vergiftung von automatisch wieder oder muss ich die jetzt? Nach dem Kampf. Ich glaube, die heilt sich automatisch. Ja. Quasi muss ich jetzt hier wieder hin, weil das ist der einzigste Weg, der noch übrig bleibt. Alle anderen sind wir schon abgegangen. Aber so habe ich die Abkürzung auch gleich aktiviert. Ja. Hopp, hopp. So, du hast Ephomer. Du nicht. Aber ich komme von hinten. So, jetzt darf, da ich jetzt von hinten angreife, darf jetzt auch mal Yogi draufhauen. Der gute Yogi. Mit seiner Wasserbombe. Und, ja, ich lasse ihn mal weiter. Nee, okay, vergesst es. Aber die Wasserbombe ist schon stark. Aber angriffsmäßig hat Yogi halt überhaupt nichts drauf. Aber, naja. So, Stufe 5 und Stufe 12 für den guten Bulalamus. Ja, auf Stufe 5 erst 9 Angriff ist nicht so gut. Ich glaube, das ist eher Magie-Monster, der Yogi. Ist aber okay. Ah, das ist ein Steinchen, sehr gut. Hier ist eine Kiste. Das ist die sehr mächtige Magie. Müssen wir uns merken, hier hat es zwei Kisten drin, an die wir noch nicht rankommen. Genau. Und ich werde jetzt hier auch speichern einmal. Das heißt, wir müssen hier später wieder zurück für die Kisten. Auf jeden Fall nochmal. So, das sieht mir doch stark nach Bossgegner aus. Hier was? Nee. Das sah so aus. Oh oh. Sieh nur, Tröpfchen. Das ist eine Quelle. Aber sie ist ausgetrocknet. Oh weh, das sieht aber nicht gut aus. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo der Hund begraben liegt. Wissen wir das? Naja, das ist der Quell des Lebens, oder nicht? Und er ist verantwortlich für die Fülle im Forst der Fülle. Weil der Quell hier versiegt ist, haben die Feen sich verzogen und der Baum mit dem vertrauten Eis verdorrt. Was für ein mieser Zug. Wer würde denn sowas tun? Ganz schön abscheulich ist... Oho! Was ist los, Tröpfchen? Ich glaube, der Schuldige taucht gleich auf. Hab da so ein Kitzel in der Laterne. Echt? Glaub mir, Junge, genauso läuft das immer ab. Siehste? Wow. Oh Gott. Alter. All die Monster sehen immer richtig geil aus in dem Spiel. Das Viech an. Gladiataurus, Wächter des Goldhains. Okay. Ich werde erstmal dich reinschicken. Wow. Ah. Schnell, Yogi, schnell. Ah, ich hätte vielleicht verteidigen sollen, nicht Depp. Kieselregen. Ach Gott im Himmel. Ah. Was denn? Nein! Oh.
Okay. Uah. Wo ist Yogi? Au. Yogi. Pulalamus, komm schon. Alter. Da, schnell weiter hin. Okay. Okay, nein, das war eine saublöde Idee. Wow. Au. Na, super. Okay, das ist das erste Mal, dass wir gestorben sind. Da war eine goldene Kugel. Du wirst 10% deines Geldes verlieren. Nein. Ach komm, wir können jetzt zurück zum Stadtbildschirm und nochmal neu laden. Allerdings ist mir das vollkommen egal. 101 Gulden. Habe ich ja gleich wieder zusammen. Dafür kann ich dann gleich wieder hier anfangen. Heieiei, das ist schon ein etwas härterer Gegner. Also ausweichen ist zwar gut, aber da Yogi halt nicht angreifen kann, ist es nicht gerade von Vorteil. Bla bla bla. Kennen wir schon. Na komm. Echt? Ja, glaub mir, Junge. Genauso läuft das immer ab. Bla bla bla. Sie? Okay, der ist noch schwieriger. Als. Der Rattenkönig. Schmetterschlag. Boah. Komm schon. Pulalamus, krieg ich hin, komm. Oh Gott, lauf. Ach, verdammt, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Shit. Okay, dann muss ich wechseln. Au! Dann nochmal, Yoshi. Ah, shit. Okay. Okay, Yoshi ist wieder einsatzbereit. Nee. So, einmal ich und dann. Au! Wechseln wir schnell zu Pulalamus. Sammeln. Ach Gott im Himmel, ey. Ja. Okay, und drauf, komm schon. Zieh's auch plus 4 ab. Ich bin stärker wie du, Junge. Oh oh. WTF? Er hat sein Schild weggeschmissen. Ist das eine gute Idee? So. Okay. Nein. Komm schon. Ja, weiter. Scheiße. Aber jetzt sieht's gut aus. Wir kriegen das hin. Nidek hat noch eine Stufe. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Olli, er sieht aus, als ob er gleich total ausrasten würde. Abwehrhaltung. Okay. Oh, ich weiß was. Warte einen Augenblick, Olli. Was macht der?
Nimm das, du großer Grobian! Schick, das ist deine Chance, Mann! Gute Gelegenheit, okay. Na komm. Hau drauf, komm. Schmetterschlag. Zack, erledigt. Ja, das hätten wir jetzt... Also danke Tröpfchen für die Hilfe, aber das hätten wir jetzt auch voll alleine hingekriegt. Glaube ich. Das hätte doch gut geklappt. Ja, natürlich haben wir es geschafft. Gibt 195. Geist der Lichtung. Olli ist Stufe 12 und Yogi von 5 auf 7. Oh Junge, jetzt kriegst du mal hier 3 hoch, ne? Für jede Stufe 1. Du hast deine Seite über den Gladiataurus erhalten. Okay. Und der verzieht sich auch wieder. Uff, die Kreatur ist weg. Das war nicht nur ein richtiger... Nicht nur irgendeine Kreatur, Olli. Das war der Wächter dieses Waldes. Wächter? So wie der Wächter des Waldes damals? Genau, wie ich schon sagte. Nicht? Lebenskraft erzeugt überall Kreaturen. Und an Orten wie diesem Wald wünschen sich die Bewohner jemanden, der ihre Heimat beschützt. Daraus entstehen dann solche mächtigen Wächter, verstehst du? So wie das Biest, gegen das du im finsteren Wald gekämpft hast. Und der Kerl eben. Weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber der hat einen irren Blick drauf. Denkst du, Shaddaa? Wird mir nicht überraschen, wenn er seine Finger im Spiel hat. Eine Quelle versiegen zu lassen, klingt genau nach seinen fiesen Maschen. Verflixt, der Wächter ist wieder in Ordnung. Aber was stellen wir mit der Quelle des Lebens an, hm? Das habe ich mir auch schon gefragt, Tröpfchen. Wir haben den Baum in dem... Das Ei lag mit dem Zauber geheilt, nicht wahr? Können wir vielleicht mit demselben Zauber die Quelle des Lebens wiederherstellen? Ganz schön schlau, Olli. Sieht aus, als würde mein brillanter Geist auf dich abfärben. Versuch's mal, mein Junge. Okay, Tröpfchen, ich hoffe echt, dass es klappt. Dein brillanter Geist? Bin ich mir nicht so sicher. Alte Pracht. Ah, schön. Da kann man echt nichts gegen sagen. Das sieht wirklich schön aus. Das ist also der wahre Quell des Lebens. Er ist so schön. Das ist er. Und jetzt, wo der Wächter an der Quelle wieder so ist, sind... Jetzt, wo der Wächter und der Quell wieder so sind wie früher, werden die Feen auch bald zurückkommen. Schick. Prima. Ich hoffe, dass wir ein paar Feen treffen, wenn wir das nächste Mal hierher kommen. Ich auch, Olli. Ich auch. Gut. Auf nach Al-Kuwait. Jawohl. Die Reinheit im Herzen des Quellen hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschalten. Okay. Auch nicht schlecht. Ich muss echt sagen, das ist ein ganz toller magischer Begleiter, den ich erst nach und nach freischalten muss. Hier ist nichts, ne? Nee. Ach, schön. Quell des Lebens. Okay. Kommen wir jetzt in die Wüste. In die Wüste. Nach Al-Kuwait. Okay, Goldhain. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da muss ich hin. Okay, das ist wieder eine riesige Map. Mit lauter Städten. Ach du meine Güte. Na dann, Olli, ich bin sicher, dass es hier in der Gegend ein paar richtig fiese Monster gibt. Markier nicht den dicken Max und versuch sie alle zu besiegen. Beeil dich einfach und lass uns schnell nach Al-Kuwait gehen, okay? Naja, ich würde jetzt zumindest mal gucken, wie stark die hier sind. Die wirklich was drauf haben, die Leutchen. Garstiger. Let's do it. Der gerade genießt? Ist ja goldig. Wow. Au. Na komm, Angriff. Weiter drauf, Polanamus. Komm schon. Jawohl. Ja, okay, die sind wirklich stark.
geben aber auch 26 Erfahrungen. Muss man denen zugute halten. Okay. Wir markieren nicht den dicken Max. Ist das auch so ein... Ja, ist auch ein Gasticker. Oder? Ich kann den eh nicht ausweichen. Ich versuche vorbeizulaufen. Dickschädel. Nee, es ist kein Gastiger. Okay. Zack. Zack. Ah. Komm schon. Ah. Ah. Oh. Fuck you. Jawohl. Wuhu! Ja, man merkt schon, die Gegner sind hier wirklich viel stärker. Da muss ich dann wieder aufpassen. Auf meine Energie, weil die... Also ich mache den fast... Okay. Also die Rappelsau ist kein Problem. Dich kenne ich leider noch nicht. Aber du machst... Du bist... Verdammt nochmal. Alter. Komm schon. Danke.